hier bin ich. Wie eben gerade schon mal gesagt, herzlich willkommen hier auf dem Stream von dem Talk. Mit dabei habe ich die Bambi Baby Girl. Bambi Baby Girl, jawohl, aka Rena. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen. Ihr dürft zuhören und ihr wisst ja, wenn ich das aufnehme, dann schneide ich das nur wenig zurecht. Das heißt, meine ganzen Verschwätzer und alles Mögliche wird einfach drin gelassen, ja. Ich schneide das nur mit Intro und Outro und dann gut. nächstes Thema. Hallo Rena, wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Und ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's auch gut. Soll ich eine Mütze aufziehen oder soll ich eher so bleiben? Ach, bleib einfach so. Ich zeig dir auch mal mein cooles Sweatshirt, mein Hoodie, mein Kapuzenpulli. Achtung. Ich muss ein bisschen hochgehen, damit ihr das seht. Da kommt ja immer ein bisschen Zeit für sich. Das ist die Goal. Und die Goal ist aus dem Spiel Deponia. Ist ein bisschen freizügig, aber ist ein Comic. Cool. Ja. Gut, gut. Wie man so schön sagt immer, also beziehungsweise du immer sagst, cool. Genau. Ich weiß, das steckt an. Meine dummen Sprüche stecken an. Aber genauso wie Schwemann, Schwächen. Cool und Kual. Oder ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. So sieht's aus. Und hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Stammt aus welchem Spiel? Ich sehe keinen. Nee, ich auch nicht. Aber aus Monkey Island. Richtig. So sieht's aus. Okilidokili. Amiga. Sehr guter Computer aus den 80ern. Oh ja. Lange ist es her. Stimmt. Das waren noch Zeiten. Ja, heute habe ich ein Spiel aufgenommen für YouTube, wo ihr mich jetzt auch gleich sehen könnt. Also momentan bin ich noch auf Twitch. Ja, es heißt nicht Twitch, es heißt Twitch. Ich weiß. Ist aber ein Running Gag von meinem guten alten Kumpel Sven. Ja, sei gegrüßt an dieser Stelle. Sven, hi. Meld dich doch mal wieder bei mir. Ich muss es über diese Funktion machen, hier über Twitch und YouTube und so. Es ist cool. Ja. Hattest du deinen ersten Amiga in welchem Jahr? Kannst du dich schon noch dran erinnern? Das war irgendwann mal zu Weihnachten. Ich war vielleicht 10 oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Und ist schon so lang her. Aber ich wusste, dass ich im ersten Moment habe ich gedacht, oh nein, ich will lieber ein C64, weil die ganzen Leute in meiner Klasse, Leute in meiner Klasse, die Mitschüler, die hatten alle ein C64 und ich komme dann an mit einem Amiga. Aber es hat sich dann kurzer Zeit danach rausgestellt, dass der Amiga doch der bessere Computer ist und alle sind dann von C64 auf Amiga übergesprungen und dann war die große Diskettensammlerei da. Jeder wollte die meisten Spiele haben und die schönsten und die teuersten und dann wurden noch Spiele getauscht und kopiert und ich sag nur X-Copy, ne? Das waren noch Zeiten. Okay, jetzt darfst du wieder reden. Ich habe mich ein bisschen verbabbelt jetzt. Nicht schlimm. Also, soweit ich mich noch dran erinnern kann, meinen ersten Amiga hatte ich so, das muss 1985 gewesen sein, denke ich mal, sowas in dem Dreh. Ich glaube, da war ich 11 oder 12, sowas in dem Dreh. Ja. Und da sind wir dann im Computerladen bei uns in die Stadt. Und damals kann ich mich noch dran erinnern, da hat das alles zusammen, ich glaube, irgendwas mit 2000 D-Mark oder so gekostet damals noch. Ja, ja. Die waren sehr teuer, das stimmt. Und das hatte ich ja damals von meinem Opa geschenkt bekommen. Und mein allererstes Spiel, das weiß ich noch, weil wir hatten ja, wie gesagt, diesen Amiga 500 gekauft. Ja. Und das allererste Spiel, wo ich hatte, das war Chambers of Cholin. Okay. Das war das allererste. Mhm. Und dann fing das dann langsam auch so an, so mit Pro-Disketten holen. Und dann hat man Freunde getroffen. Ach hier, ich habe ein neues Spiel und so. Ne? Und dann ging es dann los mit X-Copy und dann Battle Chest und Nord und Süd. North and South, ja, auf, genau. Chambers of Cholin, ach. Dann hatte ich so ein Panzerspiel gehabt, wo du zu zweit spielen konntest. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie es heißt. Mhm.
Da musstest du auch irgendwie rumfahren und die gegnerische Flagge dann einsammeln. Weiß ich Aber gerade auch nicht so genau. ja, auf jeden Fall hatte ich dann innerhalb von, keine Ahnung, von einem Monat oder 2 Monate hatte ich dann eine ganze Diskettenbox dann schon. Durch die ganzen Leute halt eben, ne? Genau, ja. Aber es war schon cool. Ja, das waren die guten alten Amiga-Zeiten. Und die darf ich jetzt wiedererleben. Ja, es ist so. Und zwar auf YouTube. Mein Name ist da Torque-offiziell. Einfach nach Torque oder nach Jörg Klopsch suchen. Das ist mein Name, mein Real-Life-Name. Schon kommt ihr auf den YouTube-Kanal von mir und da zeige ich auch in letzter Zeit verhäuft. Heißt das so verhäuft? Nee, nee. Egal. Häufiger oder so. Nein, ich hab mich gerade ein bisschen verzwickt. Rausschneiden, raus. Nee, Ja, bleib drin. geht schon. Auf Ja, YouTube, ich Amiga spiele. Ja, fertig. wie gesagt, also ich mache ja jetzt auch so langsam so ein kleines bisschen diese Let's Plays. Also ein Video habe ich ja jetzt schon hochgeladen. Aller Anfang ist halt eben, wie gesagt, schwer, weil man nicht genau weiß, was man hochladen soll und wie man es machen soll und so, ne? Ja. Aber wenn ihr mich auf jeden Fall sucht bei YouTube, da heiße ich Katie Deering. Oh, das muss ich in die Ist ein Kommentare oder in die bisschen, Videobeschreibung reinschreiben, ja, weil ist ein das. bisschen schwierig, aber Genau. man findet mich auf jeden Fall. Als Bild habe ich so ein Avatar mit so Art Katzenform, so ein bisschen. Aber es geht eigentlich, ja. Ja. Wie gesagt, man versucht es und entweder wird es gut und es kommen welche und schauen sich es an oder Ja. es wird halt eben schlecht, kann man es halt eben nicht ändern. Der Ach. Versuch Es zählt. geht bergauf. Der Versuch zählt, egal ob es peinlich ist oder nicht, aber Ja, egal. ich muss mich jetzt eben gerade auch dazu überwinden, für euch hier den Hampelmann zu machen. Aber das ist Entertainment, Leute. Das ist Entertainment. Let me entertain you. Spruch von ProSieben. Wenn ihr euch immer wundert, wenn ich hier rüber gucke, so wie jetzt, ja, dann gucke ich auf mein Aufnahmeprogramm. Und gucke ich dahin, ist die Kamera und der Twitch-Stream. Das heißt, ich sehe mich jetzt doppelt, dreifach überall. Rundrum. Rundrum, genau. So. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Oh, willst du nicht noch weiter reden? Komm, noch so ein bisschen geht. Noch ein bisschen geht, okay. Ich schreibe den Talk ein bisschen an. Wie lange streame ich denn jetzt schon? 10 Minuten, okay. Ja, da geht noch ein bisschen was. Ich will es aber auf YouTube hochladen. Also, ja gut. Ich weiß nicht, ja gut, schneiden tust du es ja eh nicht. Ein bisschen wird geschnitten. Okay. Die Seiten und oben länger lassen. Wir sind doch hier nicht in der Friseurbude. Ach so, ich dachte, du kannst das für mich mal machen. Ja. Gut. Gibt es noch irgendwas anderes zu besprechen? Mir Ja, fällt also nämlich sonst wirklich gerade eigentlich nichts fast über nichts mehr Amiga. ein. Das Einzige, was ich noch weiß, dass damals, das war aber ein bisschen länger her. Also wie gesagt, so 90er, glaube ich, war da alles so angefangen, wo so langsam auch das Internet rauskam. AOL, sag ich nur. Genau, und da konntest du auch mit dem Amiga konntest du ins Internet rein. Stimmt. Ich weiß noch nicht, also glaube 90er war das. Anfang der 90er, irgendwie sowas in der Richtung. Lief aber. Ich wollte noch sagen, neben an der Seite vom Amiga konnte man noch eine Turbokarte einbauen. Also so dran stecken. Okay, An das den weiß ich Slot. jetzt nicht. Dann war man ein bisschen schneller unterwegs. Gerade bei Wing Commander hat sich das richtig gelohnt. In diesem Wing Commander bringt mich jetzt auf die Idee, jemanden zu grüßen, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe. Und zwar Michael Müller. Michael, wenn du mal wieder dich melden würdest, wäre echt cool. Ich habe dich versucht auf Facebook zu adden, aber schon mehrmals angeschrieben, aber es kommt leider nichts zurück. Also, Michael, die guten alten Amiga-Zeiten. Die müssen wir wieder aufleben lassen. Bei mir auf YouTube. Okay, noch irgendwas?
Oder kannst du dich noch daran erinnern, weil wenn du dann eine Diskette reingemacht hast in Amiga, dann war das erstmal so ein bisschen laut Oh und so. ja, stimmt. Es war Das aber. Einzige, wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe, das ist der Amiga, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Und zwar gab es beim Amiga so ein, ja, ein dickes Buch, sag ich jetzt mal. Ich glaube, das hatte ein paar hundert Seiten oder so. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Und da konntest du dann nachlesen und alles so dann über den Computer eintragen. Und dass es dann so ein paar Striche wenigstens macht auf dem Bildschirm. Und ich habe das Buch eingetippt, ne, in Ja. den Amiga. Und ich habe, glaube ich, eine Woche habe ich gebraucht, weil ich jedes Mal immer nur so 2 Stunden, 3 Stunden das übersetzt habe, ne. Und dann war das Buch fertig, ja, und was passiert? Hinterher ist gar nichts gegangen. Ah, oh, Dann habe super. ich mich so geärgert, da habe ich das Buch in alle Einzelteile zerrissen. Kannst du nicht Ja. machen. Doch. Ja gut, heute wäre ich froh, wenn ich es hätte, ne? Würde ein Heidengeld bringen irgendwie. Ja. So, gut. Aber ich Wir machen jetzt einen Schnitt. Lang genug gequatscht. 15 Minuten haben wir ja gesagt, ist eine gute Zeit für ein Video auf YouTube. Ist nicht zu Ja. lang, nicht zu kurz. Aber man lernt ja noch dazu, ne? Ja, dann verabschieden wir uns mal hier recht herzlich. Hier, ich bin der Torg und du bist? Bambi Baby Girl und ich sag bye bye. Jawohl, danke fürs Interview. Gerne. Also, macht's gut, ciao. Tschüss.